Wir haben ein Startkommando, das geht okay, steht, fertig und. Und wir versuchen uns dann auf dem Und zu treffen, dass wir halt zusammen loslaufen. Das Startkommando haben eigentlich fast alle Teams, das hat man so am Anfang mal mitbekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das so durchgesetzt hat, aber es variiert nur ein bisschen in dem Sinne, dass ich zum Beispiel als Pilotin bei uns jetzt nur okay sage, Debbie sagt steht, fertig und bei manche, die wechseln es komplett ab, da sagt der eine okay, der andere steht, der andere fertig, der andere und. Aber das hat irgendwie bei uns nicht so geklappt, deswegen haben wir es jetzt so. Es gibt Personen, denen wird beim Bobfahren schlecht, uns beiden zum Glück nicht. Wenn das der Fall ist, dann sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man das wirklich weitermachen möchte, aber uns beiden wird eigentlich nie schlecht. Genau, also gerade ich als Pilotin, ich sehe ja auch, wo es lang geht quasi, das ist ja immer noch mal was anderes. Deswegen ist es für mich gar kein Problem, aber ich habe auch einmal eine Fahrt als Anschieberin gemacht tatsächlich und da wurde mir extrem schlecht. Also für mich ist es vorne dann doch schon besser. Ja, ich als Pilotin springe über die Seite in den Bob, klappe den Bügel ein und liege dann so halb im Bob in meinem Sitz, um an die Lenkseite zu kommen. Und ich als Anschieberin steige nach der Pilotin hinten im Schlitten ein, lege meine Füße zuerst ab und versuche, mich neben am Rahmen festzuhalten und den Kopf so schnell es geht abzulegen. Debbie? Ja, also in der Regel sollte man ja in den Bob springen. Ja, ich bin auch einmal fast nicht reingekommen, das kommt aber zum Glück seltener vor. Ab und zu, wenn ich mit zu viel Elan reinspringe, kommt es aber vor, dass ich Laura in den Rücken springe. Das merkt sie dann auch. Ich habe schon Narben von Debbie. Ja, es tut mir auch immer sehr leid, aber ja, sonst springt man eigentlich nicht daneben, nein. Bei mir ist es nur so als Pilotin manchmal, dass ich auch hängen bleibe vorne oder so. Es gibt auch ein Video, wo ich mit einem Bein dann noch draußen hing und das dann so reinziehen musste. Aber an sich so, klappt es meistens in 99% der Fälle. Immer. Blaue Flecken hat man eigentlich den ganzen Winter über. Also es gibt keine Phase im Winter, wo man mal denkt, ach, heute sehen meine Beine ja mal schön aus. Nee, die hat man immer, aber klar, es gibt Bahnen, da ist das Eis ein bisschen besser. Da fühlt es sich auch total schön an, drauf zu fahren. Und gibt es Bahnen, die sind ein bisschen ruppiger, da wackelt man so ein bisschen über das Eis, das kommt immer ganz drauf an. Und wenn man auch mal eine Bande mitnimmt, klar, dann kriegt man auch mal an der Seite einen blauen Fleck, ja. Genau, also einmal je nach Schwierigkeit der Bahn kriegt man öfter blaue Flecken und dann noch je nach Eisqualität. Also zum Beispiel Altenberg ist zwar eine sehr schwierige Bahn, aber die Eisqualität ist immer sehr gut. Dementsprechend ist es da nicht so ruppig, aber eine Bande tut da trotzdem weh. Ja. Ja, so ein Bob, der lässt sich nicht von alleine runterfahren, sondern man muss auch wirklich lenken. Und dafür haben wir hier Lenkseile in dem Bob. Und wenn ich an diesen Lenkseilen ziehe, dann bewegen sich hier diese Lenkknochen. Und wenn sich die Lenkknochen bewegen, dann bewegen sich die Kufen. Also quasi, wenn ich ziehe, links zum Beispiel, dann kann man das hier so bewegen. Und dementsprechend bewegt sich dann auch die Kufe. Debbie sehr schnell. Ich friere sehr schnell, ja. Also mir ist sehr häufig kalt, auch im Sommer sogar. Ich bin die Erste, die die Winterjacke auspackt. Bei dir ist es ein bisschen anders. Bei 18 Grad, die Sonne scheint noch, Debbie kommt mit ihrer gelben Winterjacke. Bei mir geht's eigentlich. Im Sommer trainieren wir hauptsächlich beide und studieren noch ein bisschen nebenbei. Aber wir genießen es auch mal einfach mit unseren Freunden irgendwie was zu machen, abends rauszugehen, mal ein Eis zu essen, vielleicht auch mal in den Urlaub zu fahren, wenn da Zeit für ist. Genau, also der Hauptfokus ist auch da einfach auf dem Sport. Viele denken immer, Wintersportler trainieren nur im Winter, aber Wintersportler werden im Sommer gemacht. Dementsprechend trainieren wir halt auch wirklich viel im Sommer. Ja. Aber nebenbei, dann kann man die Zeit mit Freunden und Familie schon besser genießen als im Winter, wo man dann viel unterwegs ist. Ja. So. Okay. Falls ihr noch mehr über Lauras und meine Reise im Bobsport erfahren wollt, dann klickt hier, hier geht es zu unserer Doku-Serie.